Wayne Rooney. Ein Pass von Wayne Rooney wie aus dem Bilderbuch. Wayne Rooney. Da wird der Trainer zufrieden sein. Klasse gelöst die Situation. Heitinger. Tim Cahill. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ja, das könnte was werden. Ja, war ein schöner Versuch. Nani. Der kann alles am Ball. Wayne Rooney. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Tim Cahill. Er versucht es mit einer Grätsche. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Und der Ball, er zappelt im Netz. Bei dem musst du eben auch mal damit rechnen, dass der aus dieser Entfernung einfach abzieht. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Traumhaft. Das war der Führungstreffer von Manchester United. Mit all seiner Erfahrung Rio Ferdinand den Ball gut abgefangen. Ganz sicher vom Keeper. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Wayne Rooney. Jetzt schießt er und da steht ihm die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Aber der Torwart, der ist heute nicht zu bezwingen. Exzellent, Manni, exzellent. Klasse, Mann. Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Versucht's wenigstens mal. Neben den Kasten. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Da wird er vom Ball getrennt. Nani. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Zaha. Was für eine Grätsche. Anderson. Das macht er sicher und souverän. Ferdinand. Anderson. Geht er rein? Aber er kann den Ball nicht festhalten. Also, dass Wayne Rooney gerne aus der Distanz sein Glück versucht, sollte eigentlich bekannt sein. Das dürfen sie nicht zulassen. Denn treffen kann er aus solcher Position. Ja, da hat schon nicht viel gefehlt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ferdinand. Das sah nicht um. Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Da freut sich der Trainer. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt.
Evra. Damit hast du selten Erfolg. Jo, den hat er ja gar nicht richtig getroffen. Zu 0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45 Minuten? Weil die nicht richtig justiert haben. Im Abschluss das Ganze viel zu schwach. Da haben wir schon eine Menge gesehen in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es hört nicht auf. Ich bin guter Dinge, Manni. Die sind beide nach vorne offensiv ausgerichtet. Es muss einen Wurf geben. Ein Wurf jetzt. Gibt einen Wurf. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Das hat er schon im Training gezeigt. Der hat's einfach drauf, die Distanzschüsse. Also das ist definitiv ein Tor des Monats, was er da macht. Ein unfassbarer Distanzschuss. Heitinger. Das war Vorteil, sagt der Schiri. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Ich glaube, da hat er den Schützen irritiert. Super gehalten. Exzellent. Wahnsinn. Klasse Keeperleistung. Alle Achtung. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Und er verzieht. Was soll der Trainer machen? Er ist jetzt gefragt, er bringt noch mal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagte sich der Coach, klappt's mit einem frischen Spieler. Der geht an den Pfosten, aber aufgepasst. Ja, es gibt einen Wurf. Tim Cahill. Mein lieber... Oh, da ist noch alles drin. Wayne Rooney hat sich den Ball geholt. Ein sehr schöner Pass. Saha. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht. Gutes Auge vom Referee. Der arme Verteidiger, da huscht er an ihm vorbei wie ein Schatten. Und er trifft. Ende Gelände. Noch ein Tor für Manchester United. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Das Ding ist gelaufen. Saha. Und da landet der Ball bei Wayne Rooney. Ganz, ganz weit. Ein schöner Versuch von Wayne Rooney. Das müssen Sie doch wissen, dass er auch aus der Distanz gefährlich ist. Ja, normalerweise sollte sich das rumgesprochen haben. Viel zu viel Abstand zu Rooney. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Wann kommt das Stoppzeichen des Schiedsrichters? Warum zeigt er keine gelbe Karte? Keine Ahnung, aber wenn das hier so weitergeht, dann wird es mehr Rugby als Fußball.
Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Kurz vor dem Schlusspfiff gibt es nochmal Freistoß. Strafe muss sein. Freistoß aus gefährlicher Position und noch Platzverweis. Aber völlig zu Recht, das ging nur auf die Knochen. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Ganz, ganz, ganz knapp daneben jetzt. Und es war eine Riesengelegenheit. Vidic. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Und jetzt haben sie es, das Tor. Und noch eins und noch eins. Meine Güte, meine Güte. Ja, aber jetzt schau dir mal an, Manni, wie einfach das ist. Das ist natürlich längst die Entscheidung. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Und er faustet den Ball weg. Ja, entscheidet auf Einwurf. Sicher in der Ballbehandlung. Sauber geklärt. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Eindeutiger geht's nimmer. 4:0 ist das Endergebnis. Also da müssen wir nicht lang rum analysieren. Dieses Resultat spricht Bände. Absolut, das ist keine Frage. Das war extrem dominant. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Beugmann. Bis bald. Tschüss.